Die Bluttat vom Heiligen Abend 2013 in Gütersloh. Sie bleibt mysteriös. Zu Beginn des Jahres wurde Jens S. als vermeintlicher Täter vor dem Landgericht Bielefeld zu 14 Jahren Haft verurteilt. Aber war er es wirklich? Ab heute wird alles wieder neu aufgerollt. Irgendwer muss es getan haben, aber das heißt ja nicht, nur weil kein anderer gefunden werden kann, dass es mein Mandant gewesen ist. Heiligabend 2013. Eine 74-jährige pensionierte Ärztin und ihr 3 Jahre älterer Bruder werden brutal ermordet. Jeder der beiden Senioren verblutet an 11 Messerstichen. Der Täter öffnet offensichtlich auch den Gashahn in der Villa. Anders als geplant explodiert das Haus aber nicht. Die Polizei findet am Tatort DNA-Spuren von Jens S. Der 28-jährige Gaswasserinstallateur ist ein guter Bekannter der Opfer. Damals wie heute bestreitet Jens S. die doppelte Bluttat. Er gibt zu, die Geschwister am entsprechenden Tag besucht zu haben. Allerdings nur, um ihnen diese Flasche Rotwein als Weihnachtspräsent vorbeizubringen. Dennoch wird er vor dem Landgericht Bielefeld im Februar dieses Jahres verurteilt, vor allem wegen der DNA-Spuren. Sein Verteidiger geht in Revision, mit Erfolg. Entlastende Indizien vom Tatort seien nicht ausreichend berücksichtigt worden, so der Bundesgerichtshof. Jetzt also alles nochmal von vorne. Im Grunde genommen ist das eine Neuauflage des Prozesses. Das heißt, alle Beweise, alle Zeugenaussagen, die bereits getätigt wurden, müssen nochmals getätigt werden, um der neuen Kammer zu ermöglichen, alle Indizien erneut zu erheben, zu bewerten. Nicht berücksichtigt wurde im ersten Prozess eine offenstehende Terrassentür. Es habe also auch ein Fremder ins Haus kommen können. Jens S. ist außerdem nicht vorbestraft und galt bislang nicht als aggressiv. Die Tatwaffe suchte die Polizei vergeblich. Viele offene Fragen, die für einen langwierigen zweiten Prozess sprechen. Wir haben, glaube ich, schon 13 Verhandlungstage anberaumt und es kann immer noch zu Beweisanträgen kommen und anderem. Also von daher ist uns das mit Sicherheit sicher, dass wir mindestens bis März 2016 verhandeln. Und am Ende könnte sogar ein Freispruch stehen? Am Anfang eines Strafverfahrens ist immer alles offen. Wer stach wirklich zu beim Doppelmord am Heiligen Abend in Gütersloh? Auch 2 Jahre später, nach einem bereits gefällten Urteil, bleibt das rätselhaft.